Es ist Abschied und Neubeginn. Und zwei Herzen wohnen ach in meiner Brust. Auf der einen Seite fällt es mir immer schwer, Abschied zu nehmen. Und auf der anderen Seite freue ich mich allerdings jetzt auch. Ich merke, dass es notwendig ist, dass wir Dinge sanieren müssen, dass wir Platz brauchen, dass die Zeiten sich auch geändert haben. Und heute wird nun die Versöhnungskirche entwidmet. Den Beschluss, auch diese Kirche zu entwidmen, hat das Presbyterium und die Gemeinde gefasst. Als Kirchenkreis nehmen wir sehr Anteil an den Veränderungen, an den großen Veränderungen in dieser Gemeinde und möchten sie darin bestärken und begleiten. Und was heißt nun Entwidmung? Bisher war die Versöhnungskirche dem Gebrauch der evangelischen Kirchengemeinde Overath gewidmet. Diese Zeit, diese 66 Jahre sind mit dem heutigen Tag vorbei. Ich hatte immer so ein Heimatgefühl, so ein wohliges Gefühl in der Kirche. Durch dieses Holz habe ich es immer als sehr, so geborgen. Ich fand die Kirche immer sehr, da fühlte ich mich immer sehr geborgen. Für mich ist Kirche nicht gleichzusetzen mit einem Gebäude. Das Gebäude gehört dazu. Das repräsentiert vielleicht nach außen und so weiter, aber das, was da drinnen passiert, ist das Eigentliche. Für die evangelische Kirchengemeinde hier in Overath ist dieses Gebäude nach der Entwidmung nicht mehr der Ort, an dem sie ihre Gottesdienste feiert. Darum nehmen wir gleich, wir, das sind vor allem die Mitglieder des Presbyteriums, alle beweglichen Teile, die für einen Gottesdienst notwendig sind, mit und tragen sie in das sogenannte Terrassenzimmer oben im Gemeindehaus, wo die meisten der zukünftigen Gottesdienste gefeiert werden. Bis, und das ist ja die sehr schöne Perspektive, bis die neue Kirche dann hier fertig gebaut ist. Sie war für mich immer ein Raum der Gemeinschaft. Weil sie so ist, wie sie ist. Weil sie für mich immer mehr Wohnzimmer war als Kirche. Es tat schon echt weh, sich davon zu verabschieden. Das war auch nicht ganz einfach, weil ich da eben meine Kindheit verbracht habe und da auch ein Stück weit aufgewachsen bin. Diese Kirche ist für mich etwas Besonderes, weil ich ja irgendwie von Kindheit das Gefühl natürlich hatte, auch hier warst du ja oder hier bist du mit Papa und Mama immerhin und mit den Geschwistern. Im Jahr 1951 wurde die Versöhnungskirche für die Gottesdienste der Gemeinde in Gebrauch genommen. Das Evangelium ist hier verkündet und die Sakramente sind hier ausgeteilt worden. Die Gemeinde hat hier Gott gelobt und zu ihm gebetet und sich von hier aus in die Welt senden lassen. Gemäß dem Entwidmungsbeschluss des Presbyteriums vom 27. Oktober 2016 stellen wir die Versöhnungskirche für die evangelische Kirchengemeinde Overath hiermit außer Dienst. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und schenke euch und aller Welt Frieden.
seinen Frieden. Bei Weihnachtsgottesdiensten, bei Konfirmation platzte die Kirche aus dem Rahmen. Normale Gottesdienste waren okay, aber für die Festgottesdienste war sie schon immer zu klein. Oder nicht zuletzt auch, dass wir ökologisch einfach auch schauen müssen. Wir haben hier ganz massive Heizkosten, einfach weil die Räumlichkeiten sehr viel alle benutzt werden. Und da können wir uns auch auf den Stand der Dinge bringen, dass wir da zukunftstauglich sind. Also, dass wir eben aus zwei Kirchen und zwei Gemeindezentren einen neuen Standort bilden und bauen, der dem gerecht wird, was wir an Mitgliederzahlen haben und auch zu erwarten haben. Wir nennen das effizient verkleinern. Dann hatten wir gedacht, wir bauen hier in der Kapellenstraße eine neue Kirche und solange wir die bauen und hier Baustelle ist, machen wir alles oben in Neichen. Und wenn hier die neue Kirche steht, verkaufen wir Neichen. So haben wir gedacht. Das ist ein Schritt, der ist, glaube ich, aber relativ rational zu begründen. Die jetzige Kirche zu restaurieren und zu sanieren, haben wir uns ausgerechnet. Da können wir auch gleich neu bauen. Also haben wir auch versucht, Neichen als Kirche zu verkaufen. Und da waren wir sehr überrascht, während wir erst dachten, als Kirche finden wir keinen. Wir haben jemanden gefunden und die wollten sich jetzt aber gleich haben. Und das haben wir nicht geplant. Wir hätten sie gern in 3 Jahren verkauft. Aber die haben gesagt, jetzt oder nie. Ich finde, es grenzt wirklich an ein Wunder, alles, was wir im Moment erleben. Wir haben 2 Kirchen, die wir abgeben, die beide Gotteshäuser bleiben dürfen, die nicht platt gemacht werden, wie es andere Gemeinden ja auch erleben müssen, und gleichzeitig die Gewissheit zu bekommen, wir haben die Möglichkeit, eine neue zu bauen. Also wenn ich ganz provokant meine Meinung sagen kann, für das Geld, was man für eine neue Kirche ausgibt, hätte man unsere auch erhalten können. Für die Kosten, die jetzt auf die Gemeinde zukommen, hätte man viele Jahre die Heizung betreiben können und vielleicht auch ein paar Reparaturen, die anfallen, machen können. Das war eine Notkirche. Die ist nach dem Zweiten Weltkrieg zur Not gebaut. Die ist nicht wie der Kölner Dom für Jahrhunderte gebaut. Darum ist es gut, wenn es jetzt ins Museum geht und das Museum sie weiter pflegt. Ich habe so den Eindruck, dass da der Pfarrer, ähnlich wie früher die Fürsten, sich ein Denkmal schaffen will. Irgend so ein Gesichtspunkt muss da eine Rolle gespielt haben. Also es geht darum, den künftigen Generationen auch noch ein Gemeinschaftshaus erlauben zu können. Denn das wird ja von der finanziellen Situation her nicht besser werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und da wurden wir dann auch zum Teil angefeindet, ja, ihr wollt sie nicht und so. Wir wollen doch nicht immer was kaputt machen oder gegen die, ja. Es gibt dann Sachzwänge, die wehtun. Ich kann mich noch gut erinnern, als Frau Palm-Gerhardt in einer Presbyteriumssitzung sagte, dass da eine Anfrage aus Kommern wäre und dass wir die Kirche eventuell dorthin bringen könnten, dass sie quasi rübergebeamt wird oder was wir wollen. Also einen größeren Glücksfall konnten wir ja für diese Kirche gar nicht haben.
Geboren bin ich in Insterburg, Ostpreußen. Heute heißt es Tscherniakowsk. Wir sind von Danzig dann nach Stettin in ein Lager gekommen. Und von Stettin aus sind wir weiter befördert mit so einem Viehwaggon. Geboren am 23. Oktober 1934 in Krossen an der Oder. Im Januar 1945 wurden wir dringend gebeten, die Stadt zu verlassen, weil die Front sich näherte. Meine Mutter und ich, mein Vater war Soldat. Meine Mutter und ich sind zusammen mit den anderen Bewohnern des Hauses auf einem Militärtransport nach Berlin gebracht worden. Als dann die Rote Armee kam, wurde Insterburg sozusagen in letzter Sekunde geräumt. Dann musste meine Mutter mit uns drei Kindern fliehen. Wir mussten, wurden ja rausgetrieben. Da kamen wir so im Viehwaggon, ne? Wenn da der Zug mal hielt, dann die Türen aufgingen, da konnte man sehen, aha, ich meine, ich wusste nicht, aber meine Mutter konnte sehen, jetzt sind wir da und da und so. Ne? Wir haben teilweise auf Bahnhöfen übernachtet, weil natürlich keine Züge kamen. Es war zugig, es war kalt. Man hat 2-3 Tage und Nächte auf dem Bahnsteig gewartet. Dann kam ein Zug, dann war er voll, dann kam er nicht rein, dann fuhr er wieder weg, dann hat man auf den nächsten gewartet. Ach, dann... Die Kinder wurden durch die Fenster reingereicht und so etwas. Und es war immer problematisch, es war vor allen Dingen schwierig für Mütter mit Kindern, dass die Familie nicht auseinandergerissen wurde. Also wir sind mit Zug gefahren, wir sind auch mal ein Stück mit irgendeinem Lastwagen mitgenommen worden. Wir sind auch sehr viel zu Fuß gegangen, vor allen Dingen am Anfang durch den Wald, kann ich mich sehr gut erinnern. Sind wir nachts gegangen und gelaufen. Das hatte den Vorteil, die russischen Soldaten waren besoffen und wenn sie hinter uns hergeschossen haben, haben sie auch nicht getroffen. Ne? Ja. Wir sind noch mit dem letzten Zug vor der Front davon gekommen, sag ich mal. Ne? Meine Großmutter mütterlicherseits, die ist unmittelbar vor der Flucht, so 3 Tage vorher, gestorben. Und ich glaube, die sind noch nicht mal unter die Erde gekommen. Wir waren nur noch 2. Mein Bruder und ich. Der jüngste Bruder ist auf der Flucht leider verstorben. Da waren sehr viele Säuglinge, die erkrankt waren an der Ruhr oder anderen Infektionskrankheiten. Ja, und dann sind wir eben nach Wipperfürth gekommen und von Wipperfürth aus wurden wir in die einzelnen Lager verteilt. Und dann kamen wir nach Vilkerath und blieben dort bis Dezember 1946, dann sind wir nach Maria, also in einen kleinen Ort von Maria Linden gekommen. Und dann sind wir in die Gemeinde Overath gekommen, zunächst nach Bischerhöfchen. Dann haben wir später auch auf dem Klarenberg schon gewohnt, in einer, wir nannten das immer Holzbaracke. Also es ist so ein bisschen wie bei Asterix, ne? Wenn man die Landkarte vor sich sieht, das ist alles katholisch und ganz unten in der Ecke ist eben Overath. Ist nicht Gallien, aber so ähnlich. Und diese Evangelischen wurden ganz bewusst hier angesiedelt, in einem total katholischen Umfeld. Das alleine war ja schon brisant. Dann kriegten wir eine Wohnung in Klein-Oderscheid bei Maria Linden. Eine Wohnung, das ist ein Zimmer und so ein Kämmerchen. Da wurden wir dann mit der Polizei eingewiesen. Obwohl wir diese Leute nachher als gute Bekannte, später als Nachbarn gehabt haben. Aber damals mussten meine Eltern mit der Polizei da reingesetzt werden. Immer wenn wir Religion hatten, da kam ja der Pastor Lübeck von Hohenrath mit dem Fahrrad gefahren. Und dann wurden wir, eine Stunde mussten wir raus aus der Klasse. Und in der Zeit hat der gute Lehrer immer Mathematik durchgenommen. Ne? Warum? Wir kriegten ja doch den ganzen Anschluss nicht. Ne? Der konnte ja auch, die hätten ja auch so machen können, gut, wenn der kommt und die evangelische Religion haben, konnte ja der Pastor kommen und die katholischen. Nein,
Naja, gut. In Maria Linden sind wir eigentlich nie angeeckt, weil wir Evangelische waren, oder ganz im Gegenteil. Ein zentraler Punkt wurde dann später, bevor die Kapelle gebaut wurde, das Kino, die Kammerspiele in Overath. Da durften wir in die Kirche gehen, da war Kirche und dann nachmittags war dann eben das Kino dran. Ich weiß nur, meine Eltern sind dann auch hier in die Overather Gemeinde gezogen und für die war es ganz wichtig, dass da irgendwas war, wo sie sich treffen konnten. Und dann kam naturgemäß der Gedanke, hallo, eigentlich brauchen wir doch einen ordentlichen Versammlungsraum, wir brauchen so etwas wie eine Kirche oder eine Kapelle zumindest. Bartning, der eben auch verstanden hat, dass Architektur soziale Aufgaben hat, Gemeinschaftsaufgaben hat und eben auch eine gewisse, ja, auch jenseits aller liturgischen Bewegungen warme Funktion haben kann und gemeinschaftsstiftend ist. Er ist eben auch interessant, weil er dann auch für die Nachkriegszeit eine große Rolle spielte, eben was den Kirchenbau angeht, wo man das Problem hatte, relativ schnell mit kargen Mitteln, finanziell, personell, viel zu bauen. Das rationelle Bauen, das schnelle Bauen, mit dem Aspekt auch der Teilhabe, das finde ich ganz interessant. Er hat ja so gebaut, dass die Leute keine Architekturausbildung brauchten, um das Ding hier, oder Ingenieurausbildung, um solche Gewerke herzurichten. Das ist ja im Grunde schon der IKEA-Gedanke, nicht? Also ich kann mit allen möglichen Materialien, jetzt vor allen Dingen auch Holz natürlich, relativ schnell und vor allen Dingen vielgestaltig, funktionsgerecht etwas erbauen, was nicht einfach nüchtern ist und kalt. Man sieht einfach, dass es da war jemand dran, der was von Gestaltung versteht. Ein Spiel kann schwingen. Und geht nicht kaputt. Da war die Overather Kapelle fertiggestellt und wurde mit einigen Schwarzbekleideten dann eingeweiht. Also ich denke, der Superintendent war dabei und der eine oder andere vom Kirchenkreis. Und natürlich mein Vater, Pfarrer Schalaster, der dort seine erste Pfarrstelle im Westen hatte. Die Kapelle war fertig, sie war geschmückt. Es war eigentlich ein Holzbau, in dem man das Gefühl hatte, recht behütet zu sein, recht wohnlich eigentlich auch in seiner Art. Für die Vertriebenen, die langsam hier sich settelten gewissermaßen, war diese Kirche eben auch ein Stück Heimat. Das war für mich ein zweites Zuhause, weil ich nirgendwo sonst hingehen konnte oder wollte. Und zur Kirche, da konnte ich frei reingehen und wieder rausgehen und konnte mit Leuten reden, die mich akzeptiert haben. Am Anfang, vom Aussehen her, habe ich vielleicht ein bisschen gefremdelt. Da dachte ich, mein Gott, das ist ja gar so. Und dann noch da unten in dem Loch, ne? Da sieht man ja nichts. Und ein Turm und, oder etwas Turmähnliches fehlt eigentlich auch. Na, kurz und gut. Aber im Laufe der Jahre ist es drinnen, gerade durch die Holzwände rundherum, eigentlich sehr gemütlich. Sie war klein, sie war, damals kannte ich das Wort noch nicht oder habe es nicht gebraucht, kuschelig. Was mir nicht so gut gefällt einfach daran ist, dass ich sie dann aber auch schnell beengt finden kann. Also bei größeren Feierlichkeiten,
Taufe oder auch bei Trauerfeiern ist es dann häufig so, man sitzt ja dann doch sehr dicht beieinander. Und auch ich als Pfarrerin bin der Gemeinde sehr dicht im Gegenüber. Das kann mal gut sein, das kann aber auch sehr schwierig sein. Ich habe das nie gefürchtet. Es gibt ja Kollegen, die fürchten das, weil sie zu nah an den Leuten sind. Ich habe das also immer gemocht. Also dieses kleine, kuschelige, viel Holz, heimelig, das waren so meine ersten Eindrücke aus dieser Kirche. Klein ist die Kirche. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Aber sie hat auch etwas Gemütliches, etwas Warmes. Ich saß ganz hinten und merkte, dass die Sonne mich wärmte. Das war sehr schön. Das Erste, was mir durch den Kopf ging, als ich reinkam, war, das stimmt hier nicht. Der Altar steht falsch. Die Richtungen sind hier nicht richtig. Also liturgisch ist das nicht stimmig hier. Das war das Erste. Dann habe ich gemerkt, dass die Gemeinde das nicht anders kennt. Und hatte das Gefühl, dass es hier eine sehr freundliche, gute Atmosphäre im Raum ist. Also, dass wenn die hier zum Gottesdienst zusammenkommen, dann genießen die das so in diesem, sag ich mal, kuscheligen Raum zu sein. Die ist einfach schön, die hat was. Ist für mich ungewöhnlich für eine Kirche. Das war immer so, wie so ein großes Wohnzimmer, habe ich es oft genannt, ne? Nein, ich nicht. Na, aber ich habe Respekt, dass andere sie schön finden. Ich weiß, ich ernte damit immer so ein Lächeln überall, wo ich erzähle, die schönste Kirche steht bei uns. Sagen viele, ach, das ist doch nur so ein Holzbau oder so, ist doch nichts Besonderes dran. Aber ich mag sie einfach wegen dieser Schlichtheit. Ich glaube, dass viele Kirchen protzig und groß sind und die müssen herausstechen. Und das muss unsere nicht. Die muss nicht irgendwie zeigen, hier sind wir, sondern wir sind einfach da und wir machen da unser Ding. Ja, meine Mutter ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen, also da gab es nicht. Und die ist auch immer in die Frauenhilfe gegangen, da war ja eine Frauenhilfe da. Man duzte sich fast oder begrüßte sich auf jeden Fall. Doch, es war ein großer Zustrom. Auch die Jugend, also da war schon immer Leben in den Gottesdiensten, doch. Wir haben auch die Kirche schon mal völlig umgebaut oder machen das immer wieder, dass man an Tischen sitzt, zusammen was isst, zusammen sprechen kann. Dass es ganz andere Wege gibt, auch nochmal Gottesdienst zu feiern. Und dann ist immer dieser Abendgottesdienst zu dem Thema, was dann behandelt wird im Gottesdienst, ist anschließend das Essen. Die Kirche war ja eigentlich immer wieder mal auch Mehrzweckraum. Auch gerade bei der Kinderbibelwoche und so, da wurde die Kirche auch intensiv genutzt. Man kann alles drin machen. Ich wüsste nicht, was wir nicht. Wir haben sogar einen Tanzkursus darin gemacht, ne? Die Bauchtanzgruppe, in der meine von mir getrennt lebende Frau damals auch mitgearbeitet hat oder mitgetanzt hat, die hat da ihr großes Tanzfest gemacht. Und da gab es auch schon keine Türen mehr vor dem Altarraum, sondern der Altarraum war offen. Der Altar stand da und dahinter das Kreuz. Es gehörte alles mit dazu, ein Ort Gottes und der Menschen. Eindrücklich war natürlich damals der Ferienspaß beim Herrn Paul. Also das war dann schon in den 70er Jahren. Da wurde immer die Kirche ausgeräumt, da wurde morgens begrüßt in der Kirche, also ganz viele Kinder. Also da bin ich als Kind gewesen im Ferienspaß. Die Kirche war leer, war kein Stuhl drin und hier saßen dann 200 Kinder und 30 bis 40 jugendliche Helferinnen und Helfer. Unsere Kindergruppe, das war mein absolutes Lieblingsprojekt.
Und da haben wir halt einfach mit den Kindern gebastelt, einen Film geguckt oder einfach gespielt. Und das ist halt eine Altersgruppe, mit der habe ich nichts zu tun. Ich habe keine jüngeren Geschwister mehr oder sonst wen, wo ich irgendwie Kontakt zu solchen kleineren Kindern kriegen könnte. Und das fand ich total cool, weil solche, also das gibt einem irgendwie was. Unter Pfarrer Paul wurden auch damals Familiengottesdienste eingeführt. Und wenn dann so ein Familiengottesdienst stattfand, der lief dann ja anders ab als der normale Gottesdienst. Ne? Also es wurden zum Beispiel irgendwelche Geschichten erzählt und dann wurden die Kinder mit einbezogen. Das war für die ältere Generation damals auch erstmal gewöhnungsbedürftig. Also es hat damals auch ein bisschen Protest unter den Älteren gegeben. Ja, nicht bei mir. Nein, aber bei den noch älteren Mutti. Ja, ja. Der Pastor Paul, der verstand das mit den Kindern, die zu beschäftigen. Da waren ja auch noch immer die Kinderbibelwochen. Da haben wir den Innenteil der Kirche in die Arche Noah verwandelt. Wir haben also Riesenmengen Packpapier genommen und haben dann die Wände der Kirche, so hoch es eben möglich war, mit Packpapier beklebt und dann Bullaugen gemacht, hinter denen dann Papierfische zu sehen waren und ähnliches mehr. Also ich finde, es ist ein Hobby. Also ganz viele sagen in meinem Alter so, ja, was machst du? Und dann sagen so ganz viele, ja, ich mache Fußball, ich weiß ich nicht, ich gehe tanzen und ich sage halt, ja, ich bin Tima. Also dadurch, dass im Oktober 2013 ja unser erster Sohn geboren wurde hier, wollten wir den dann auch entsprechend taufen lassen natürlich, haben da Kontakt zu der Kirche hier bekommen, das erste Mal so richtig. Ja, eine Taufe erinnere ich mich und er war 2 Jahre alt und er legte großen Wert darauf, bei der Taufe auf meinen Arm zu kommen. Ich taufte ihn also, so schwierig das auch war, dann eben mit einer Hand einen Zweijährigen zu halten und mit der anderen Hand dann das Taufwasser zu schöpfen. Es ist mir offensichtlich gelungen und ich war gerade fertig. Da beugt sich der Kleine nach vorne, patscht mit der Hand ins Taufwasser und sagt, nochmal. Ich glaube, meine Konfirmation steht da ganz weit oben. Das ist einfach was, also so wie es ja auch sein soll, das ist eben die bewusste Bestätigung, ich möchte jetzt auch hier sein und eben auch bei mir in dem Fall auch wirklich in der Gemeinde ganz spezifisch. Und das eben auch vor der ganzen Familie nochmal so und mit seinen Freunden, das war schon was ganz Besonderes. Konfirmationen waren immer Höhepunkte im doppelten Sinn. Einmal, weil das für mich immer ein Abschied war. Konfirmation ist ja ein Abschied von einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die man über 1,5 Jahre begleitet hat. Wir sind als Konfirmanden sind wir gemeinsam einmarschiert und dann war es eigentlich ein normaler Gottesdienst. Das Einzige ist dann halt, dass man dann eingesegnet wurde. Und da konnte man sich halt überlegen, ob man knien wollte oder stehen wollte. Und dann waren wir immer zu dritt, die dann eingesegnet wurden. Und die andere Herausforderung war die kleine Kirche. Wenn Sie 50 oder 60 Konfirmandinnen und Konfirmanden haben, die können Sie nicht auf einmal konfirmieren. Es war überwältigend, was alles an Aufmerksamkeiten aus Overath, aus der Gemeinde kam. Mir ist in Erinnerung schrecklich, schrecklich schön. Es waren Geranien. Wir hatten hinterher in der Waschküche an die 100 Geranien stehen, alle in Töpfen. Also was ich immer ganz cool finde dabei ist zu sehen, dass es sind viele Jugendliche, die dann zum Konfirmationsunterricht in die Kirche kommen und das letzte Mal vermutlich bei ihrer Taufe da waren und im Konfirmationsunterricht die Gemeinde nochmal ganz anders kennenlernen. Durchs Gemeindepraktikum auch, wo man sich eben auch wirklich einen Bereich raussuchen muss und da auch mithelfen muss oder eben auch über die Konfi-Freizeit oder dass man halt auch sieht, wie cool es eigentlich ist, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und dabei mit anderen Jugendlichen zusammen zu sein. Und das sind eben genau die Leute, die auch wiederkommen und die dann 2 Wochen später bei uns mit beim Thematreff sitzen.
Ich habe meinen Mann kennengelernt durch den Pfarrer Schalaster, der Hausbesuche machte und meine Eltern besucht hat. Der durfte damals nicht Auto fahren, der hat einen schweren Unfall gehabt und dann hat mein Mann ihn immer gefahren. Ja, für mich war das eigentlich klar. Ich bin da getauft worden, konfirmiert und dann wollte ich auch, dass ich mich da trauen ließ. Unser Pfarrer stockte plötzlich während der Trauung, weil es ihm so nahe ging, dass gerade wir zwei heirateten. Und ich fand das furchtbar peinlich. Dann sind wir raufgefahren in das Haus meiner Schwiegereltern. Dort mussten wir erst einen Baumstamm durchsägen. Das ist auch so ein bisschen Sitte dort in der Nachbarschaft. Man muss dann sägen und in der Zwischenzeit kriegen die Nachbarn dann einen Korn ausgeschüttet. So lange, bis man den Baum durchgesägt hat. Ich bin konfirmiert worden in der Kirche. Ich habe geheiratet in der Kirche. Das letzte war jetzt auch noch der Trauergottesdienst meiner Mutter im letzten Jahr. Die Evangelischen kommen gerne in ihre Kirche zum Abschied nehmen. Und auch da haben wir ja gerade hier wieder die Situation, dass wenn Sarg oder Urne aufgebahrt sind bei uns, es ist dicht, wir sind dicht an ihnen dran. Also die Angehörigen sitzen nicht weit, sondern wirklich nah am Sarg. Und das ist ein anderes Erleben auch von Abschied und von Trauer. Und man kann dem Tod da wirklich nicht ausweichen an der Stelle. Und das finde ich sehr gut. Beerdigungen können auch lustig sein, ja. Wir haben ja einmal eine Beerdigung gehabt und eigentlich sollte es so nach einer halben Stunde vorbei sein und wir wollten auf den Friedhof fahren. Aber das Gewitter kam, es donnerte und blitzte, also so richtig das volle Programm, wie man es nur ganz, ganz selten hat. Da haben schon viele auch sehr geschmunzelt, weil sie haben sich gedacht, vielleicht passt das auch zu dem, von dem wir hier Abschied nehmen. Er hat es uns noch einmal richtig zeigen wollen. Letztlich dein ganzes Leben du gelebt hast und alle besonderen Ereignisse hier stattgefunden haben, dann ist das schon eine großartige Sache. Hier sind meine Kinder getauft, wir sind hier getraut, die Kinder sind hier konfirmiert, ich habe meine Mutter hier verabschiedet. Also die ganze Lebensgeschichte verbindet sich ja auch mit so einem Kirchraum dann. Das ist vielleicht so, als wenn man heiratet und man zieht aus dem Elternhaus weg und kommt wieder nach Hause. Es ist ein Stück Overrat, so. Den Abschiedsschmerz habe ich schon und ich glaube ganz viele, aber den darf man auch haben, ne? Ja. Ich war stocksauer und ich war wütend und traurig zugleich, als ich hörte, die Kirche wird abgebaut. Ein Freund gab mir dann den entscheidenden Tipp und sagt, denk doch bitte mal daran, diese Kirche wird nicht weggeschmissen, sondern diese Kirche wird wieder aufgebaut. Die wird an einer anderen Stelle wieder stehen. Lass dir das doch ein bisschen Trost sein. Es ist ja nicht so, dass wir sie abreißen, weil sie fehlerhaft ist oder so, sondern einfach, weil es nicht mehr passt. Und es ist irgendwie meiner Meinung nach die beste Methode, um jetzt eine neue Kirche aufzubauen und eben sich auch von der anderen ein Stück weit verabschieden zu können. Sie wird wertgeschätzt. Das fällt mir jetzt gerade ein, das Wort. Sie wird wirklich wertgeschätzt und findet dann eben einen Platz in Kommern. Nun so schön und so vertraut wiederzusehen,
macht viele hier sehr froh. Wir wollen also Andacht feiern und beginnen mit dem Psalm. Lasst uns zusammen den Psalm 84 sprechen. Wir finden den auf dem Programmzettel. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Zu Hause, als wenn ich nie weg gewesen wäre, beziehungsweise die Kirche immer bei uns bleibt. Die Eingang. Da kriegt man Herzklopfen. Ja. Oder? Ja, wir bleiben hier.